dieser Nacht stell dich dem Verbrechen. Wenn die Dunkelheit erwacht, lass den Zauber sprechen. Gib dich niemals auf, gib dich niemals auf, du bist nicht allein, neuer Zauber. Antik, trau dich, jetzt ist deine Zeit. Antik, Suchende, seid ihr bereit? Zeig den anderen, wer du bist, auf die Plätze, Antik, los! Ein Geheimnis gut beschützt vor verborgenen Fallen. Alle kämpfen für ein Ziel und einer für alle. Gib dich niemals auf, gib dich niemals auf, du bist nicht allein, neuer Zauber. Antik, trau dich, jetzt ist deine Zeit. Deine Zeit. Antik, Suchende, seid ihr bereit? Zeig den anderen, wer du bist, auf die Plätze, Antik, los. Yeah, 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 yeah. Wir sind Antik. Yeah. Antik. Regenwald, Südamerika. Dante, Locke, Dan und Sophie treffen sich mit dem Hantikrat. Die Kontaktperson der Casterwills, Tien, bittet die vier, den blauen Stern zu aktivieren und somit ein Treffen der Casterwill-Ältesten einzuberufen. Locke aktiviert das Signal, während Dante und Sophie Kiel in Schach halten. Sophie erfährt, dass es Kiel war, der damals ihr Zuhause in Brand setzte. Sophies Prüfung. Der blaue Stern steht hoch am Himmel. Gemäß unserer Gesetzgebung haben wir Casterwills uns also in unserem alten Stützpunkt der Festung des Eisernen Willens versammelt. Die Ältesten werden sich gleich beraten. Doch zunächst bitte ich die Mutigen, die das Signal zur Versammlung gesetzt haben, sich zu melden. Das sind wir. Wir haben den Titan aktiviert. Und wir würden gern etwas mit den Ältesten besprechen. Nimue. Was hat das alles zu bedeuten? Sophie kann sich mit uns beraten, aber der Junge ist kein Casterwill. Durch seine Hand wurde das Signal gesetzt, Foucault. Klingenstrahl! Und er hat sich mit dem legendären Casterwill-Artefakt verbunden, dem Schwert des Willens. Das ist doch lächerlich. Also, sprich, Sophie. Warum hast du ein Treffen der Casterwills einberufen? Na dann los, Sophie. Schaffst du schon! Verehrte Älteste, ich bin hier, weil ich zu einem organisierten Angriff gegen die Feinde allen Lebens aufrufen will. Die Virusspirale. Hier gibt's ja nichts außer Bäumen und dicken Felsen. Wo soll ich in dieser Pampa ein Sandwich herkriegen? Im Rift Valley gibt es vielleicht keine Supermärkte. Aber es gibt Hinweise darauf, dass die Menschheit hier ihren Anfang nahm. Und die nimmt ja auch ihr Ende, jedenfalls wenn du die Spiralos fragst. Womit wir beim Thema wären. Kugelblitz! Daneben! Jetzt ist er entwischt. Nein, er führt uns direkt zu seinem Meister. Flieg los, Solaris! Folge dem Titan! Hier lang! Spiralo, dir werde ich's zeigen! Schockstoß! Diese Narren! Die Arme der Spirale reichen überall hin! Niemand entkommt uns! Ruf des Wahnsinns! Harlekin! Giftzahn! Ihr solltet mich nicht unterschätzen! Feuerball! Du bist auch nur so ein Brutalo! Habt ihr drei noch nie was von Fair Play gehört? Null Flug! Spinnengriff! Anscheinend nicht! Flinkes Feuer!
Dan, du hast doch einen Titan von der Hantik-Vereinigung bekommen. Zeig's ihn! Okay. Spann deinen Bogen! Geisterschütze! Und jetzt hilf Solaris! Solaris, wir räumen hier auf. Schockstoß! Seiltrick! Erfolgreich abgewickelt. Ob hier noch mehr rumlaufen? So wie ich die Jungs kenne, verraten sie es nicht. Kannst du sie zum Reden bringen? Mm-mm. Zauber wie simpler Geist funktionieren nur bei normalen Menschen. Einem Suchenden können sie nichts anhaben. Wir müssen die Gegend selbst durchsuchen. Und zwar schnell. Nun ist Zeit zum Beratschlagen. Älteste, nehmt eure Plätze ein. Nimue, die Hüterin des Sees und die Älteste des Hauses der Schwertmacher. Foucault, Ältester des Hauses des Wissens. Tayen, Älteste des Hauses der Strategie. Der Wächter der Ruhe, Bewahrer der Flüche, die unsere Geheimnisse beschützen. Flüche? Finde ich nicht so sympathisch. Er ist ein Mitglied der Familie. Wir sollten ihm vertrauen. Es ist ein großes Unglück, dass die Ältesten des Hauses der Adligen heute nicht mehr bei uns sind. Ihr erstgeborener Sohn wird ihren Platz einnehmen. Lucas Casterville. Hä? Mein großer Bruder, wieso hat er mir davon nicht erzählt? Du weißt, über alles, was wir beschließen, muss Einigkeit herrschen. Nimue, du solltest anfangen. Es ist die hohe Aufgabe der Familie Casterville, die Aktivierung der Spiralmarke zu verhindern. Geschieht es doch, kehren die Botschafter des Bösen die Niatoren zur Erde zurück und bringen Verderben. Du unterstützt also Sophie. Ohne jeden Vorbehalt. Wir müssen kämpfen. Nein, wir hatten zu viele Verluste. Die Virusspirale rückt immer näher. Aber wir haben Verbündete, die Hantik-Vereinigung. Du hast die Vereinigung bis hierher begleitet. Den Rest müssen sie selbst tun. Uns stehen immer noch reiche Mittel zur Verfügung. Wir können nicht selbst kämpfen, aber wir können die Spiralmarke und das Hauptquartier der Virusspirale finden. Jetzt beginnt die Zeit der Hantik-Vereinigung. Unsere endet. Wir können nur das Erbe bewahren, indem wir überleben. Und die Wächter der Ruhe? Lucas, du hast uns noch nicht gesagt, was du denkst. Trotz des Signals ist nur ein Bruchteil der Casterwills heute hier. Wir müssen alles daran setzen, die anderen zu finden und zu beschützen. Du hast recht. Aber ohne eine offizielle Einigung können wir nichts tun. Nicht gut. Nur einer von fünf ist auf unserer Seite. Lucas, findest du nicht, dass das ein Notfall ist? Wenn die Ältesten sich nicht einigen können, kämpfe ich eben im Namen unserer Familie. Du bist von Adel. Du hast das Recht, die Führung des Ältestenrats zu beanspruchen. Die Führung? Ich weiß schon. Einer von deinen Casterwill-Tests. Ganz genau. Die Prüfung des Mutes. Gut, ich akzeptiere. Aber unter einer Bedingung. Wenn du es nicht schaffst, musst du aufhören zu kämpfen und dich mit den anderen verstecken. Marduk, haben deine Späher irgendeine Spur von diesem Casterwill-Treffpunkt entdeckt? Na schön. Dann müssen wir eben auf Rasimovs nächste Nachricht warten. Mann, wir latschen seit Tagen durch die Gegend. Ich hoffe, das bringt was. Bereit? Sophie, Milady, warten Sie! LeBlanche? Was ist los? Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, Miss Sophie. Ich war ein schlechter Lehrer. Was meinst du damit? Durch deinen Unterricht bin ich heute eine fähige Suchende. Sie kennen die besonderen Umstände in Ihrer Familie nicht. Große Geschwister können schwierig sein. Das ist nichts Neues, LeBlanche. Oh, Sophie, ich habe das Gefühl, ich habe Sie enttäuscht. Ich war nur der Hausangestellte auf einem alten Casterwill-Anwesen, als Sie zu mir geschickt wurden. Ich wusste nichts über die Familiengeheimnisse und ich hatte keine Möglichkeit, mit den Familienoberhäuptern zu sprechen. Je weniger Sie wussten, umso sicherer wähnte ich Sie.
LeBlanche, du hast mir was Wichtigeres als Geheimnisse mitgegeben. Bei dir war mein Zuhause. Und weißt du was? Du bist der Vater, den ich niemals hatte. Oh, Sophie, seien Sie vorsichtig. Keine Sorge, ich verspreche, ich mache dich stolz. Euch beide. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Warum bist du dir so sicher, dass ich die Prüfung nicht bestehe? Ich bin ein stärkerer Suchender als du. Und ich hab's nicht geschafft. Echt, Locke? Was glaubt er denn, wer er ist? Also, Sophie, ich glaube, er will dich beschützen, wenn auch auf seine eigene Art und Weise. Tja, ich finde seine Art und Weise voll daneben. Aufpassen, Leute. Ich glaube, das ist unsere erste Aufgabe. Also gerade scheint die Brücke zu sein. Dann kommen wir da auch leicht rüber, oder? Bei dem Nebel sind wir so gut wie blind. Und springen wäre 10-mal gefährlicher als normal. Na klar, so gut wie blind. Das ist eine Prüfung des Mutes, Sophie. Ha! Es braucht schon mehr als Nebel, um mich aufzuhalten. Sophie! Jared! Look! Spinnengriff! Mut, kein Problem. Gleichgewicht sind mangelhaft. Ich finde das echt abgefahren hier. Ich könnte mir den ganzen Tag diese Bilder ansehen. Ja, aber nicht heute. Voller Terminplan. Vielleicht ist noch was frei zwischen meinen Bruder hassen und das Leben auf der Welt retten. Drei Möglichkeiten. Hey, Jared, kommt dir dieser Ort vielleicht bekannt vor? Nö, bis jetzt nicht. Entscheide dich trotzdem für ein Tor. Einfach nach Bauchgefühl. Locke, wie kommst du darauf, dass Jared schon mal hier gewesen ist? Ach, nur so ein Gefühl. Großer Verräter, deinen Visionen entsprechend habe ich eine mächtige Armee in den Urwald von Kenia geschickt. Mein Meister, bitte, es gibt keinen Hinweis auf diese Casterville-Versammlung. Hilf uns, unsere Feinde zu finden. Oh, ich sehe sie, ich kann sie sehen, die Festung des Eisernen Willens. Ja. Der Treffpunkt der Casterwills. Es gibt eine versteckte Festung im Tal. Vorwärts! Es ist nicht weit von hier! Dan, was ist los? Virusspirale, Hunderte, Tausende. Mein Bruder Harrison ist bei ihm. Dan, warte! Sie sind schon zu lange weg. Wir müssen hinterhergehen. Hab Vertrauen in Sophie Santiago. Sie wird es schaffen. Sie hat's versprochen. Es hat den Anschein, als würdest du nicht allzu viel Weisheit in den Worten deiner Schwester sehen, Lucas. Ich frage mich, warum du ihr dann überhaupt etwas über die Prüfung erzählt hast. Die Weisesten der Wächter der Ruhe haben sie einst entwickelt, weißt du? Ja, und sie gelten nicht als sehr nachsichtig. Das weiß ich. Sophie wird die Prüfung nicht bestehen. Dann hat sie keine Wahl. Dann muss sie auf mich hören. Es ist nur zu ihrem Besten. Vergiss, was Lucas sagt. Die Hinweise meines Vaters haben uns eigentlich hergeführt. Er wusste, du schaffst es und ich vertraue ihm. Vorsichtig, ihr zwei! Na klar. Klingenstrahl! Ein alter Familiencode. Dort steht der Meister von Casterwill. Der Meister von Casterwill? Sind wir hier auf einer Sportveranstaltung? Meister steht hier für einen Kämpfer anstelle des Königs. So wie Sir Lancelot der Meister für König Arthur war. Ah, ich verstehe. Der Meister der Casterwills muss also ein ziemlich starker Suchender gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Ich muss zugeben, ich habe noch nie davon gehört. Guck, Sophie, hier drüben ist ein Hebel oder sowas. Wahrscheinlich ist das die nächste Prüfung. Steinhandschuh! Ich soll hier doch Mut zeigen, oder? Warte, Sophie! Waren das Locks Kräfte? Also los! Oh.
Was ist das? Ich spüre eine starke Kraft. Es ist ein Titan. Es ist der legendäre Titan des Mutes. Das ist die letzte Prüfung. Du musst dich mit ihm verbinden. Ja, sich mit einem Titan des Mutes zu verbinden bedeutet, dass man Vertrauen in die eigene Stärke hat. Ach, ich weiß nicht. Ich kann doch nicht wirklich... Was redest du denn da? Du kannst jetzt nicht aufgeben. Denk an das Schwert des Willens. Ich bin eine Casterwill, aber es hat sich mit dir verbunden, nicht mit mir. Ich glaube, ich bin doch nicht geeignet, die Casterwills anzuführen. Das sehe ich auch so. Du bist nicht gut genug. Lucas! Du solltest dich einfach für den Rest deines Lebens verstecken. Das ist nicht dein Bruder, Sophie. Das ist eine Falle. Er liest deine Gedanken und sieht deine Ängste. Deine Ängste sind dein Untergang. Greif an, Eisenknappe! Da, da kommen noch mehr davon. Feuerball! Sophie! Flammenschlag! Das werden ja immer mehr. Denk nach! Die Viecher müssen irgendwie zu besiegen sein! Ängste! Diese Brüllaffen sind Ängste! Und Ängste besiegt man nicht, indem man mit einem Schwert rumwedelt! Kämpfen. Hab einfach keine Angst und geh nach vorn und verbinde dich mit dem Titan. Locke hat recht. Nur auf diese Weise wirst du diese Monster los. Vergiss es, Sophie. Das schaffst du nicht. Es nützt nichts. Ich kann mich nicht verbinden. Du musst an dich glauben, sonst erkennt dich der Titan des Mutes nicht an. Du wirst versagen. Sophie, hör mir gut zu. Le Blanche, Santiago, wir sind alle hier, weil wir wissen, dass du es schaffst. Le Blanche, Santiago, Locke. Ganz genau. Die Leute, denen du was bedeutest. Alle verlassen sich auf mich. Ich weiß genau, dass ich sie nicht enttäuschen werde. Ja!
Locke! Mythras, hilf ihm! Du hast es geschafft, Sophie! Du hast die Prüfung bestanden! Als ich daran geglaubt hatte, dass es klappt, ist es wirklich passiert. Okay. Mal sehen, ob das deinen echten Bruder genauso umhaut wie den falschen. Na endlich. Logos Buch. Gut, dass ich dich beobachtet habe, Spionin. Nein, ich... Komm, Plio! Wirklich sehr praktisch. Oh, eine Art Tagebuch. Du hast offenbar der Hantik-Vereinigung Bericht erstattet. Und diesem Dante Vale. Der scheint dir ja recht viel zu bedeuten. Zu schade, dass du ihn nie wiedersehen wirst. Säureherz! Dummes Mädchen! Deine billigen Tricks können gegen die Macht des Chaos nichts ausrichten. Nein. Garion. Powerbindung, schnell. Ich spüre unsere Gedankenverbindung. Verbinde unsere Kräfte. Nur eine Chance. Powerbindung, Skarion. Aktiviere Poltergeist. Ich muss seine Erinnerung auslöschen. Niemals! Meister Tantras, was ist passiert? Ich weiß es nicht mehr. Harrison, ich habe ihn rufen gehört. Was war denn los? Was immer es war, wir haben es verpasst. Hier, gleich siehst du's. Wenn die Spiranos irgendwas vorhaben, dann... Salia. Logosbuch. Eine Spiralo-Armee? Dan, du wirst es vielleicht nicht glauben. Oh doch, ich glaube es, Dante.